Shell und ein neuer Part hat begonnen. Hallo Leute, es geht hier weiter mit Mikos Examen. Wir sind hier in Forest Frenzy und bin gerade dabei, den zweiten Ausgang hier zu holen in dem Level. Weil wir hier alle Level und Ausgänge finden müssen für das letzte Level. Ja. Nein, böse Shell, böse Shell. Ganz böser, böser Cooper, hau ab. Bitte, ist dann auch eine Blume. Verdammt, verdammt. Ich brauche noch eine Blume. Gib mir doch eine Blume, bitte. So, nicht da rein. Denn da ist der Schlüssel. So, hiermit haben wir den zweiten Ausgang. Und können zu dem grünen Schalter. The Forest Switch. Da, 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 da. Und wir genießen ein wenig die Musik, Leute. Und ab rein. You press the green switch. I think you know what is going to happen now. Wie gesagt, K vergessen. Ja, ja, ja. Da hat wohl einer die Unterrichtsstunde Englisch verpasst, wo Now und No gemacht wurde. Egal. Continue and save. Und wir gehen in die Röhre. Zum letzten Level. Ein steiniger Weg lag vor uns. Und schon sind wir im Last Castle. So, jetzt ist Mario gefangen, kommt nie wieder raus. Muhahaha. Nee, so einfach ist es leider doch nicht. So. Hopp, geh vorbei. Hier kommt noch eine Flamme. Ich werde weiterhin keine Save States benutzen, auch wenn es ein Castle ist. Weil Save States sind für Pussies. Muhahaha. Ja, deine Mutter. Warum springst du genau dann, wenn ich springe? Egal. So. Finger weg vom Safe State Daumen. Vom Safe State Button, besser gesagt. Nicht vom Safe State Daumen. Das ergibt gar keinen Sinn. Nein! Nein! Nicht in die Lava. Zu viel gelabert. Kein Kommentar. Und nochmal rein da. Bam, 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 bam. Hopp, hau ab da. Tschüss. Gib mir einen Pilz. Hopp, spring da jetzt. Und weg da. Ein Fall, der mich durchbohren soll. Der kann mich mal. So. Und darüber. Und darüber. Gut. Nein, verdammt. Ich könnte noch irgendetwas gebrauchen. Nein. Ah, wieder zu schnell gesprungen. Verdammt. Last Castle. Zum dritten Mal. So, weg da. Gib mir jetzt den verdammten Pilz. Mario, du Pilzsuchti. Pilz-Junkie. So. Hopp, beeilt euch. So, dale. Alles drüber. So, hier kommt wieder das schwierige Lava-Bett. Wenn ich das nicht am Anfang verhauen hätte. Ja. Kein Kommentar. Ja, perfekt. Gib mir einen Pilz. Danke. Danke. So, jetzt mache ich das mal ein bisschen mit Ruhe und Gemütlichkeit, wie es so schön heißt. Was mache ich da für eine Scheiße? Warum passe ich auch nicht auf? Und das ist definitiv Super Mario 64er Geistermusik. Boah, Alter, leckt mich.
Verpisst euch, verpisst euch. La 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 la. Durch die Musik wird man aber saublöd. So, wir haben eine Blume. Buhu, verpiss dich. Bevor ich dir die nicht vorhandenen Klöten wegrasiere. So, unsichtbare Throw-Blocks. Die haben mir anfangs sehr viele Schwierigkeiten bereitet. Warum? Weil ich halt hier nur 3 Stück habe. Und um einen Big Boo zu besiegen, brauche ich halt genau 3 Throw-Blocks. So. Weil, ganz ehrlich, nochmal will ich das Scheiß-Level nicht machen. Ja, er ist kaputt. Gut. Und hier erscheint eine Tür. Ja. Erinnert einen überhaupt nicht an Donkey Kong, aber sehr schön gemacht. So, und wir sind schon oben, zum Glück. Mir fällt ein Stein vom Herzen. So, jetzt sind wir hier rausgekommen. Und tschüss, lass mich in Ruhe. Du mich auch. Und du mich auch. Und hier sind 2 Türen. Und hier sind 2 Birdos. 2 Birdos, badadabam, badam. Der eine ist tot. Und der andere folgt zugleich. Und ich sammle nur noch die Münzen ein. Und ich habe es geschafft! Yeah! Besser gesagt, wir haben es geschafft. Wir zusammen. Unendlich viel Zeit noch übrig gehabt. So, wir haben den Hack erfolgreich bestanden. Der Kopper hat sich anscheinend kein richtiges Ende einfallen lassen, drum werde ich jetzt eins interpretieren müssen. So. Wie gefällt mir der Hack? Er gefällt mir sehr gut. Nicht nur von der Musik allein schon, sondern auch vom Leveldesign her. Allein schon, dass Mario neue Klamotten trägt, ist mal was ganz Tolles. Anscheinend mussten die alten Sachen mal in die Wäsche. So. Ich hoffe, euch hat auch dieser Hack gefallen, genauso wie mir. Und ich entschuldige mich nochmal an Paper Mario 94, den ich dummerweise im vorletzten Video Paper Mario 64 genannt habe. Ja. Und hiermit verabschiede ich mich von euch und ihr könnt euch auf meine nächsten Projekte freuen. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Cortelio56. Ciao!